Willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Wir sind hier gerade auf Ödfels und gerade im Begriff, die Insel zu evakuieren. In den letzten 5 Folgen haben wir damit uns beschäftigt, Vermisste zu finden, damit niemand zurückgelassen wird. Hauptmann Rana hat uns jetzt den Auftrag gegeben, Signalfeuer zu entzünden. Und das wäre dann das Aufbruchssignal. Wo muss ich denn dazu hin? Hierher. Entzündet das Signalfeuer nach links. Wir werden uns wohl durchkämpfen müssen. Ich nehme mal an, die Bündnistruppen, also die Truppen des Dolchstützbündnis, wo wir eigentlich dazugehören, sind ebenfalls hier. Und wir werden hier wohl nicht kampflos durchkommen. Vermute ich mal. Oder aber es ist wirklich so einfach, dass ich nur anzünden muss und... Aber das wäre schon ein bisschen... Nach der ganzen Mühe, das wäre ein seltsamer Schluss von dieser Quest, die ja doch viel sehr aufwendig war. Die hat uns immerhin 5 Folgen beschäftigt schon. Der zündende Funke. Bündnis Auftragsmörder, jawohl. Wir ermorden einen Auftragsmörder, so mag ich das. Dieses ja, Bündnis hin oder her. Da sieht man aber. An dem Beispiel sieht man, dass die Anführer der 3 Fraktionen alle nicht ganz dicht sind. Auch König Emmerich, den wir eigentlich unseren Freund nennen. Oder auch Königin Ayren vom Altmeridominion. Auch die war eigentlich freundlich und das ist alles ein bisschen seltsam. Und trotzdem sind sie so untereinander so spinnefeind und trachten nur nach Vernichtung. Mit Sicherheit ist das... ein Ergebnis von Molag Bals Einfluss, dem dänischen Prinzen der Lügen, oder wie der sich so genau nennt. Ich glaube, das ist schon richtig so. Der Lügen oder Intrigen, irgend sowas war das. Und der wird die wahrscheinlich ständig gegeneinander aufhetzen und die sind so dämlich und durchschauen das nicht. Normalerweise müssten sich die Altmeeres, der Ebenherzpakt und das Dolchstützbündnis verbünden. Und gemeinsam gegen den wahren Feind antreten. Das haben sie ja im Grunde auch gemacht in Kalthafen. Das war so irgendwo um Folge 100 oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Wo wir dann Molag Bal in den Hintern getreten haben. Da hatten sich ja die 3 Pakte kurzzeitig verbündet. Und das hat ja einen Sieg gegenüber Molag Bal ermöglicht. Die gemeinsame Macht. Davon nehme ich noch was mit. Das brauche ich jetzt nicht. Ja, so ab und zu gucke ich auch mal. Die nehmen wir auch mit. Nur bis zu 100er Stacks. Ich sehe nicht an, dass ich mehr von dem Zeug aufbewahren soll. 100 von dem Zeug sind mehr als genug. 48. Was ist denn da eigentlich in den Trinkschläuchen für ein Wasser drin? Wolkennebel. Ja, das passt schon. Das ist ungefähr das, was ich zurzeit verwenden kann. Ja, doch. Moment. 100. Da habe ich schon 100. Die reichen mir. Was? Aber ich soll ja eigentlich Signalfeuer entzünden und nicht in irgendwelchen Trinkschläuchen rumsuchen. Trotzdem, ich kann halt nicht aus meiner Haut. Also ab und zu, wenn mich der Sammeldrang erwischt, das nehmen wir jetzt nicht mit. Das auch nicht. Ich nehme nur Sachen ab Grad 5 mit. Das 4er-Zeug, das brauche ich halt einfach nicht mehr. Das Buff-Food bringt mir nichts und die Zutaten nehmen eine Menge Platz weg. Deswegen, seit geraumer Zeit, eigentlich brauche ich das 5er-Zeug auch schon immer. Ich glaube, davon könnte ich mich auch mal trennen. Aber gut, solange ich kein akutes Raumproblem habe, bewahre ich das mal auf. Es könnte ja sein, dass ich mal für ein Gegenmitglied auf niedrigerem Level was herstellen muss. Und dann habe ich keine Lust, nach dem Zeug erst suchen zu gehen. Sprecht mit Tirani Schneerand. Und wo ist die jetzt? Ah, ich sehe sie schon auf der Minimap. Okay. Alles bestens. Jetzt mal ganz kurz Kassensturz machen sozusagen.
zwei Waffen. 36. 38 kann ich verborgene Klinge machen. Das ist bald der Fall. Sollte ich mir den nächsten Skillpunkt aufheben, weil der verborgene Klinge bringt echt was. Es ist ein Fernkampf. Ja? Ihr werft einen Dolch, der richtig Schaden macht, auch bei nicht-dätischen Kreaturen. In der Grundform schon 305. Wenn wir mal vergleichen mit dem Silberbolzen, den ich jetzt schon nutzen kann, 267. Der macht nur bei Dätern und untoten Kreaturen und Vampiren und so richtig Schaden. Ansonsten eben nur 267. Also es wäre ein echter Zugewinn für mich. Rüstung, mittlere Rüstung. 37, man geht es nicht weiter bei 38. Erhöht euren Waffenschaden um 6, wenn ihr mindestens 5 Stück... Ja, das ist unbedingt, ja, super. Das kann ich wirklich gut brauchen. Dann weiß ich ja schon, was ich mit meinen nächsten beiden Skillpunkten mache. Hoppala. Jetzt habe ich schon wieder Kleine weggedrückt. Das ist mir heute schon, bestimmt schon, was weiß ich, 10-mal lang nett. Das waren bestimmt schon mehr. Weil ich immer auf der Taste... Ich habe ja die Dinger auch auf der Maus. Gut, Silberkraut mitnehmen. Da hinten ist noch Silber, Flink, Silbereisen oder wie sich das nennt, Silbererz. Ja, es ist bares Gold wert, deswegen mache ich das auch. Du mich auch. Bleib bloß da oben, dann bleibst am Leben. Wenigstens wirst du nicht durch mich getötet, sondern vielleicht von den Bewohnern hier, aber nicht durch mich. So. Oh, du schaust nicht gut aus. Zu viele. Es waren einfach zu viele. Das Signalfeuer brennt, Tilrani. Was ist passiert? Das Bündnis ist hier. Sie haben das Dorf in Brand gesteckt. Narald und ich haben versucht, die Familie Erdwender und die anderen Bauern zu beschützen. Wo sind sie? Enskar hat sich auf den Weg zur Schlafbaracke gemacht. Era hat Unterschlupf in meinem Haus gesucht. Dann haben die Soldaten Feuer gelegt, während sie schallend lachten. Ich bitte euch, holt Wasser, rettet die anderen. Ich habe versucht, euch zu warnen, aber die Truppen... Sie haben mich eingeholt. Beruhigt euch, wie kann ich euch helfen? Tut das nicht. Kehrt nicht meinetwegen zurück. Holt nur Era, Denska, Littrek und Trünhild. Ich habe nicht gesehen, wohin sie gingen. Rana ist am alten Grabmal. Sagt ihr, dass ich ihr vergebe? Und das waren ihre letzten Worte. Okay. Ich könnte die Musik ein klein wenig lauter machen. Die ist gerade so schön. Musik, Lautstärke. Probieren wir mal 25. Wenn es zu viel... Oh nee, das ist jetzt schlecht, weil ich jetzt schlechter zu hören sein werde. 20 muss reichen. So. Dann schauen wir uns das Debakel mal auf der Map an. Ja, ich komme dir zur Hilfe. Ja, gut, aber hätte mich auch gewundert, wenn ich einfach nur hätte das Signalfeuer anzünden können und das wär's. Das wäre wirklich ein schwaches Ende gewesen für. Hallo! Wieso bist denn du schon wieder so lange betäubt? Das ist doch nicht normal. Das muss doch ein Bug sein. Und endlich zündet der Zauber mal wieder. Tja, wer ist denn nicht Bündnismacher geworden? Das sind jetzt Dolchstürztruppen, eigentlich meine Leute. Aber wenn sie Gräueltaten begehen und danach schauen sie eigentlich aus, ja dann... Ja, brauche ich nicht lange überlegen, dann helfe ich eben dem Ebenherzpakt. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Und die vergreifen sich hier an den Bewohnern, das kann ich wirklich nicht dulden. Habt ihr was gehört?
Ja, komm, reg dich wieder ab. Mensch, wie lange ist denn die immer gestunt von denen? Das ist ja echt übel. Moment, löscht das brennende Haus. Zündest du endlich den Schutzzauber? Danke. Dann, wenn ich ihn fast nicht mehr brauche. Aber gut, ich will ihn ja eigentlich nur leveln. Feuer! 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 So. Brennt's da drin auch? Ja, allerdings nur da, wo es brennen soll. Das ist okay so. Und ich habe mein erstes lila Rezept gefunden. Ich glaub's immer noch nicht. Ich hab's noch gar nicht eingelesen. Ich möchte damit später in der Gilde ein bisschen angeben. Klingt albern, aber die haben alle schon lila Rezepte, nur ich nicht. Und ich habe halt den Spiel, ich will sie wirklich finden und nicht kaufen müssen. Also bei den lila Rezepten bin ich da ein bisschen eigen. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, für welchen Level das ist. Was braucht denn das? Honigwaben, kaiserlichen von Kartoffelzwiebeln? Was sind denn Honigwaben? Das ist wahrscheinlich ein ziemlich niedriges Rezept. War ja klar. Honigwaben ist... Ja, kann man so nicht sagen. Ja gut, lassen wir das mal dahingestellt. Lila Rezept ist lila Rezept. Aber so viel besser sind sie scheinbar gar nicht als blaue Rezepte. Sie haben halt nur einen grünen Effekt, aber dafür sind die Effekte insgesamt schwächer als bei den blauen. Also die blauen haben zwar nur zwei, so wie es scheint, weil ich mich neulich schon mal drüber unterhalten habe über das Thema. Und die lilanen drei Effekte, aber dafür sind die Effekte schwächer. Ich will jetzt keine Fleischfäden fangen, ich will hier eigentlich löschen. Kann ich das gar nicht machen? Ja, ich habe jetzt eine so hohe magische Verteidigung, dass ich deine Zauber locker aussetze. Also, aber sowas von. Ist nicht die beste Verteidigung immer ein guter Angriff? So ist es. Was machst denn du da, du Spinner? Dich hammer doch gleich aus dem Anzug, ja, aus deiner Kutte. Bitte Schutzzauber jetzt und in den 5 Minuten. Feuer löschen. Und löschen. Abwischen, löscht das Brennhaus, rettet Denska. Wo ist denn der schon wieder? Ah, der ist da drin, so wie es ausschaut. Und holen wir ihn da mal raus. Tag, Denska. Die Soldaten haben mich hier reingetrieben. Ich dachte, ich würde bei lebendigem Leibe verbrennen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr es schaffen. Schnell zum Grabmal. Ich kann es schaffen. Ich danke euch. Und tschüss. Dann fummeln wir mal in den Kleiderschränken rum. Brauche ich nicht. Hab ich 100er Stack. Ich bin jetzt momentan wieder gut motiviert auf der Suche. Das war immer so frustrierend. Man macht wirklich jeden Schrank auf und nie kommt ein lila Rezept. Das ist echt zum Mäusemelken. Und andere sagen, ja, ich habe schon alle lila Rezepte. Ich nehme an, die haben die alle gekauft. Irgendwie anders kann ich das nicht erklären. Die sind so selten. Würdest du bitte... Ja, danke. Ja. Und umhack. So, 3. Ich brauche wieder ein kleines 4. So, löscht das brennende Haus. Das nächste brennende Haus. Hat man das nicht schon gelöscht? Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Rettet Ära. Jawohl, Thomas. Tag. Die Soldaten sind überall. Wo ist Tilrani? Ich dachte, bei ihr wäre ich in Sicherheit. Tilrani ist nicht hier. Schnell rennt zum Grabmal. Ich wette, sie ist jetzt dort. Ich werde sie dort treffen. Ich danke euch. Ja. Wir müssen eher nicht auf die Nase binden, dass es... Das war von Tilrani, oder? Die gestorben ist. Nee, brauche ich nicht, aber... Haushaltsnotizen. Tilrani, die Jäger und ich können den Bedarf in den Wintermonaten nicht decken. Es gibt jetzt zu viele hungrige Mäuler zu stopfen. Einige von ihnen sind weiter aufgerissen als andere. Das Dorf ist durch Winterheim gut finanziert. Ich werde auf Ranas Angebot während der nächsten Kälteperioden Hilfe von außerhalb einzustellen.
zurückkommen. Ein paar helfende Hände aus der Gilde könnten den Unterschied zwischen Essen und knurrenden Mägen ausmachen. Dari. Truhe ist geplündert. Ja, ich bin hier halt auch nicht alleine, ne? Das haben MMOs so an sich. Karte. Rettet Litwick. Gleich im Haus rechts von mir. Und auf die Löffel gibt's. Wie? Aber sowas von. Wie ist eigentlich der Stand? Levelt das mal bald auf? Oh ja, bewegt sich langsam aber sicher. Hat ja Zeit. Ich meine, die sind ja auch so schon gut ausgebaut. Jetzt habe ich schon viermal drauf geklopft und dieser Schutzkreis ist immer noch nicht da. Fünfmal. So, kann ich das löschen? Nein, muss ich auch nicht. Ich muss nur Litwick Erdwende. Ich konnte einfach nicht anders. Ich bin weggelaufen. Tut mir leid. Ist schon klar, es ist ja nicht jeder ein Held. Ihr werdet in Sicherheit sein. Schnell rauf zum Grabmal. Möge Kühne mich beschützen. Ich danke euch. Ich werde jetzt gehen. Und? Verzupf dich. Rettet Drünhild. Wer ist das schon wieder? Tja, ein Leben lang Magie studiert und in 3 Sekunden tot, das ist bitter. Das ist kein Schmortkopf, das ist meine Wäsche. Ihr kapiert es einfach nicht, hä? Ich bin besser als ihr. Selbst in meiner immer noch schwächsten Waffengattung. Tag. Okay, ich sehe es auf der Minimap, das Ziel. Tjo, was soll ich dazu sagen? Same procedure as every time. Tyrannie befahl uns zu fliehen. Ich dachte ans Wasser und die ruhigen Tage in der Brandung. Was habe ich mir da gedacht? Eure Familie versammelt sich am Grabmal. Schnell, lauf! Ja, meine Familie. Ich sollte zu ihnen gehen. Ich verschwinde. Lauf, Trini, lauf! Sprecht mit Hauptmann Rana. Wie weit ist denn das? Nicht weit. Gut, sehr schön. La 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 la. Ich denke, ich schleiche hier mal. Wenn ich den Schleichskill schon habe, sollte ich ihn gelegentlich auch mal nutzen. Aber nee, die sind ja freundlich, die sind ja gar nicht aggro. Gut. Und haben die Sache im Griff, wie es ausschaut. Hauptmann Rana. Willkommen zurück. Die Dorfbewohner, die ihr zusammengerufen habt, sind bereit. Dann haben wir alles getan, was wir tun konnten. Ich wünschte nur, dass ich mehr hätte tun können. Wohlan denn. Seid ihr bereit, dieses Stück Fels zu verlassen? Jawohl, bin ich. Quest abschließen. Wir beide gehen durch das Grabmal voraus. Die Dorfbewohner nennen es Letzte Rast. Darch und Sane bilden die Nachhut. Wir werden dafür sorgen, dass keiner zurückbleibt. Seid ihr sicher, dass wir es da durchschaffen? Beim Willen des Tribunals. Ich habe mir die Karten über den Aufbau des Grabmals angesehen. Aber ich habe mich nie hineingewagt. Dieser Ort ist alt. Hierin ruhen die einstigen Bewohner von Ödfels. Und das nicht in Frieden. Trauger, hä? Worauf warten wir dann noch? Ja, das nimmt ja noch mal richtig spannende Dimensionen an. Letzte Rast. Mal einen Eindruck verschaffen. Ist das in 10 Minuten zu schaffen? Ich versuch's notfalls überziehe ich ein paar Minuten.
Zwei Schalter entschärfen diese Fallen. Wir müssen sie beide gleichzeitig betätigen. Nehmt den an der gegenüberliegenden Wand. Ich betätige meinen, sobald ihr bereit seid. Eine Frau der Tat, das gefällt mir. Beine, die sich bedienen lässt und sagt, ja, lasst es meinen großen Helden erledigen. Mit Wirbelwindsprint wäre das jetzt, Moment, das lösen wir auch so. Stürmer rufen, Blitzschlag heißt das, nicht Wirbelwindsprint. So, ich visiere mal das Eck da an. So, das ging ja recht gut. So ein Skill könnte ich für Pelrisse auch brauchen. Ich muss echt mal gucken, ich habe neulich schon mal geschaut, ich muss echt mal gucken, ob ich nichts übersehen habe. Weil der ist so nützlich und ich habe ja eine, vor, weiß ich schon wieder zwei Folgen her, gesehen, dass ich ihn ab und zu wirklich brauchen kann, um Orte zu erreichen, die sonst schwer zugänglich sind. Ist das ein Hinweis? Keine Ahnung, wird sich zeigen. Abgeschlossen. Sprecht mit Hauptmann Rana. So viele sind wegen mir gestorben. Ich weiß nicht, ob ich nach all dem noch in den Spiegel schauen kann. Du musst das anders sehen. Du hast auch sehr viele gerettet. Ihr müsst die Dorfbewohner in Sicherheit bringen. Sie brauchen einen Anführer. Aber sie haben nur mich. Wo sollen wir jetzt hin? Ich möchte, dass ihr für mich eine Tür öffnet, die sich tiefer im Grabmal befindet. Bei dieser Tür befinden sich Steine mit Blumensymbolen darauf. Durchschreitet die Tür hinter mir. Wir sehen uns eine bald. Tür mit Blumensymbolen, das scheint wichtig zu sein, das muss ich mir mal merken. Vielleicht gibt es da mehr Türen mit anderen Symbolen und das mit den Blumensymbolen ist dann die richtige. So. Interessant, die unbewaffneten Dorfbewohner sind einfach an denen vorbeimarschiert. Das ist ja mal ein klasse Trick, den möchte ich auch haben. Ach so, der flüchtet jetzt wieder. Das ist jetzt. Ja gut, dann muss ich umdisponieren hier. Hallo. Das ist zwar gut, wenn man umzingelt ist, dann hat man einen Moment Ruhe. Aber ich kann das jetzt hier gar. Warte mal. Gut. Dann kriegst du erstmal eins auf die Löffel. Skelettkrieger. Und dann müssen wir den Skill mal austauschen durch etwas, das mir gerade eher hilft. Silberbolzen nämlich. Meisterjäger wäre ja auch mal was, aber das mache ich erst, mache ich erst, wenn ich sicher bin, dass ich alles, was schon wichtig ist, geskillt habe. Vermutlich kriege ich im Anschluss an die Quest sowieso einen Skillpunkt. Ich meine, immerhin haben wir dann eine ganze Zone erledigt. Und ich sollte vielleicht wieder den grenzenlosen Sturm da rein tun. Weil den anderen brauche ich jetzt ja eigentlich nicht. Es geht auch ohne hier. Sag ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Gut, dann hier. Dann Silbersplitter. Bleib einfach liegen. Leg dich wieder hin. Genieß die Show. Die Schmerzen hast du sicher keine mehr. Dazu müsstest du ja Haut haben und Schmerzrezeptoren. Aber eher eine Art magischer Schmerz, ne? Diese Silbersplitter. Ich denke gerade drüber nach, ob ich das jetzt komplett in diese Folge packe, weil ich habe jetzt wirklich keine. Warte mal. Blumensymbol, ja, das passt schon. Hier entlang. Was? Also, es war wohl nur, keine Ahnung, das ist doch eine Tür. Was ist denn hier los jetzt? Wir sind fast draußen.
Ich werde die Tür am Fuße der Treppe aufsperren. Im nächsten Raum befindet sich ein weiterer Schalter, den ihr für mich betätigen müsst. Lebt wohl. Jo, schaut so aus, als hätten wir es bald. Gut, dann pack ich das wirklich in diese Folge rein. 5 Minuten habe ich ja noch. Das wird nicht ganz reichen. Benutzt den Schalter. Moment. Ja, gut, das müssen wir. Und tschüss. Schalter benutzen. Kann ich jetzt nicht, bin noch im Kampf. Clanny, schaffst du das? Kriegst du das hin oder muss ich, bin jetzt zu faul zu laufen? Gut, jetzt aber, ne? Und Schalter betätigen. Wir treffen uns auf der anderen Seite dieser Tür. Wer oder was kämpft denn da noch? Das ist wohl da oben. Ah ja, genau. Gut, und tschüss. Und was noch? Irgendwo ist doch bestimmt ein Boss. Die Bucht müsste gleich hinter dieser Tür sein. Ich gehe voraus. Wartet hier auf die anderen. Lebt wohl. Jo. Abschied für immer, oder was? Lebt wohl. Das ist manchmal ein bisschen... Da geht nichts. Das ist nur Deko, oder? Ja. Okay. Hey, was... Da ist doch irgendwas. Ah, da schauen wir sich eine, die ganzen Flüchtlinge an. Gut, das haben wir hier wohl nur triggern müssen. Ödfels. Wo bin ich denn hier? Ah, das ist eine Bucht. Das ist wohl nur der Zufluchtsort. Ich habe eigentlich gedacht, die wollen ganz weg von der Insel. Da habe ich wohl irgendwas falsch verstanden. Jo, gut. Die müssen jetzt hier dann wahrscheinlich warten, dass Ödfels zurückerobert wird. Oder aber sie begeben sich auf das Schiff. Für uns. Unser netter Panzerrücken hier wird uns in Sicherheit bringen. Er ist ein Held des Paktes. Und für das, was ich versprochen habe zu zahlen, möchte ich ihm das auch geraten haben. Wohin gehen wir? Ich befürchte, das Bündnis fängt uns ab, wenn wir uns auf direktem Weg nach Davons Wacht begeben. Wir reisen also nach Dalmora, ein kleines Dorf weiter die Küste hinab. Seid ihr bereit aufzubrechen? Lasst uns diesen Ort verlassen. Gut, dann haben wir Ödfels wahrscheinlich abgeschlossen, sobald wir die Quest jetzt abgeben. Ich fand die Quests auf Ödfels klasse. Die waren es auf jeden Fall wert, gezeigt zu werden. Auch wenn das heute für mich, ich hocke jetzt schon wieder... über 3 Stunden am Computer in dieser Aufgabe, nur um diese Folgen aufzuzeichnen. Das ist wo? Balfoyen. Ah ja, ich weiß schon, wo das ist. Das ist hier. Genau, da habe ich aber auch schon alle Himmelsscherben, wie ihr seht, da war ich schon. Und das wäre das zweite Anfängergebiet. Dann Hauptmann Rana ansprechen. Wir sind hier. Die Dorfbewohner sind vorerst sicher. Aber das Bündnis kommt näher. Wir müssen Davons Wacht warnen. Ich bin bereit, Rana. Was jetzt? Wir beeilen uns. Wenn wir schnell sind, dann schaffen wir es vielleicht, Davons Wacht vor der Ankunft der Schiffe des Bündnisses zu warnen. Bereit? Quest abschließen. Geht zum Wachturm, gleich hinter dem Dorf Dalmora. Sagt den Soldaten, sie sollen die Signalfeuer entlang der Küste entzünden. Die Feuer werden Davons Wacht vor dem aufziehenden Krieg warnen. Wo geht ihr hin? Ich versammle die Bewohner hier und in Dalmora. Wer bereit für einen Kampf ist, kommt mit. Wer nicht kämpfen kann, wird von Darch in Sicherheit gebracht werden. Jetzt beeilt euch. Das Schicksal von Davons Wacht hängt von euch ab. Ich bin auf dem Weg. Begebt euch so bald wie möglich zum Wachturm.
Wir haben einfach keine Zeit. Drum quatsche ich dir jetzt auch noch die Ohren voll. Wo sind wir? Wir sind südöstlich von Ödfels. Eine Küstenregion in Morrowind, Balfourien genannt. Im Westen liegt Steinfälle und Davons Wacht. Hinter uns befindet sich die Innere See und dahinter die Insel Wardenfell. Was ist Davons Wacht? Es ist der größte Hafen in Steinfälle und gleichzeitig eine der größten Städte. Der meiste Handel über die Innere See wird irgendwann hier abgewickelt. Es wird der erste Ort sein, an dem das Bündnis zuschlagen wird. Ich weiß es einfach. Tja, ist ein wichtiger Hafen. Was für eine Art von Dorf ist dann, Mora? Es ist ein agonisches Dorf voller Kanäle, Schlammhäuser und Moskitos. Balfourien war ein Sumpf, bevor die Fürstenhäuser es ihren einstigen Sklaven schenkten. Glaubt es oder nicht, die Feste Zehren war einst ein Umschlagpunkt für Sklaven aus Schwarzmarsch. Tja, und lebt wohl. Ach komm, das schließe ich jetzt auch noch ab. Dann wird's aber wirklich Zeit. Geht zum Wachturm von... Ja, machen wir. Dann wird's aber wirklich Zeit, dass Ödfels abgeschlossen wird. Das gehört jetzt alles noch zu Ödfels. Also, so schaut's in Morrowind aus. Ne? Also, wir haben jetzt im Grunde Morrowind betreten. Qualitätsgüter. Ja, genau. Und das ist wohl dieses Wardenfels, oder wie sie das gerade genannt hat. Da müsste auch der Rote Berg sein. Also der in der Skyrim-Ära ausgebrochen war, also kurz davor, den man auf Solstheim im Hintergrund da rauchen sieht. Muss irgendwie da rein. Wie geht das? Sag mal, das ja genau. So, ne? Besuch den Wachturm. Was ist denn hier los? Hauptbuch des Wachturms. Besorgt das Zunderpulver. Pechpulver. Diese Woche verlief nach Routine. Gesichter der Schiffe entsprachen dem üblichen Verkehr in die westlichen Ausläufer der Inneren See oder zur Stadt Liwik. Ich kann mich dennoch nicht an den Anblick der nordischen Schiffe gewöhnen, wenn sie von Windhelm herunterkommen. Oh, und keine weiteren Schiffe der Tilvani, nicht, dass ich sie vermissen würde. Wir haben bei Quartiermeisterin Urona in der Feste Zehren Zunderpechpulver angefordert. Davons Wacht ist angewiesen, jedes Signalfeuer zu ignorieren, das nicht durch das Pulver eingefärbte Flamme aufweist. Unglücklicherweise wurde der neue Rekrut nicht in die Vorgehensweise eingeführt. Von Zeit zu Zeit entzünden wir die Feuer als Test. Davons Wacht antwortet immer richtig. Gut. Empfehlungsschreiben. Hauptmann Durin, in Anbetracht eures engagierten Dienstes in der Armee des Ebenherzpaktes werde ich dieses Empfehlungsschreiben voller Stolz an euren Außenposten weiterreichen. Eure Historie eines gewissenhaften und respektvollen Kommandos ist vorbildlich. Aussagen der Nord- und Agonia in eurer Einheit machen klar, dass ihr euch eure Mission gegenüber dem Pakt zu Herzen nehmt und ihr seine Grundsätze mit klarem Verstand verteidigt. Weiter so, Soldat, und ihr werdet noch vor Ende dieses Krieges Zenturier Durin sein. Für den Pakt und den Ruhm. General Weine der Redoran Garnison der Stadt Liwik. Okay. Und was genau mache ich jetzt? Mit dem Quartiermeister sprechen. Wo ist der? Wenn ich ein Quartiermeister wäre, wo würde ich mich verstecken? In der Feste Zehren. Höher, welches ist die Feste Zehren? Gut, also Leute. Da gehe ich jetzt, weil ich weiß, dass die Folge schon voll ist. Offscreen hin, bis gleich. Warum noch weiter? So, hier stehe ich also vor dem Tor von Feste Zehren. Dann gehen wir mal rein. Und tun, was zu tun ist. Sprecht mit dem Quartiermeister. Habe ich die drei beleidigt? Offenbar muss ich die Treppe rauf. Ja, genau. Und absteigen. Ihr braucht eine Klinge? Ich hoffe nicht, denn ich kann keine entbehren. Der Wachturm von deinem Mörder wurde überfallen. Ich brauche Zunderpech, um die Feuer zu entzünden. Unser Lager ist leer. Ich fürchte, es war ein kleiner Unfall im Lagerraum mit einer Laterne.
Plötzlich war kein Zunderpech mehr da. Na klasse, wo kann ich mehr finden? Schaut euch in der Werft um. Linem hat gerade erst eine frische Lieferung entladen. Warnt sie vor dem Angriff, wenn ihr sie seht. Sie ist so eine zarte Echse. Ich möchte nicht, dass sie etwas zustößt. Das werde ich, Quartiermeisterin. Ich danke euch. So, was heißt denn das jetzt? Wahrscheinlich muss ich hier hin. Wir sehen uns dann im Zielgebiet. Ich mache das wieder offscreen. Bis gleich. So, wir befinden uns kurz vor der Werft. Und weil das hier gerade so ein schöner Anblick ist, habe ich ein bisschen früher das Video wieder gestartet. Grüße. Das ist echt schön hier. Und dann schauen wir mal, ob wir hier Zunderpech bekommen. Entschuldige, dass ich nicht absteige, aber wir haben es eilig. Ihr sucht nach Rationen? Folgt weiter dem Fluss, meine Freundin. Alles hier wurde schon zugeteilt. Das Bündnis hat angegriffen. Ich benötige Zunderpech, um die Signalfeuer zu entzünden. Plünderer? In Balfoyen? Nehmt das Zunderpech und warnt die Wacht. Ihr seid von der Sonne gesegnet, mir davon zu berichten. Habt ihr schon mit Urona in der Feste gesprochen? Sie hat mich zu euch geschickt. Xut, sie ist gerissen. Nun gut, betrachtet die Docks als alarmiert. Falls ihr die Feuer entzünden wollt, so kann ich euch helfen, dorthin zu gelangen. Folgt mir, Sonne auf meinen Schuppen. In Ordnung. Wir gehen jetzt in einen Geheimgang. Eigentlich ist es ja ein Lagertunnel. Aber heute ist er ein Geheimnis gegenüber dem Bündnis. Das Ziel ist auf der Minimap schon zu sehen. Ich könnte auch eine Pause gebrauchen. Grüße. Jetzt habe ich schon wieder so viele Folgen auf Lager. Hoppla. Dann Versorgungstunnel. Die reichen mir wieder die ganze Woche locker. So, ja gut, Ziel ist zu sehen. Signalfeuer von Balfoyen. So. Ja. Feind. Und dann hoffe ich, dass... Also nach der Quest höre ich auf jeden Fall auf. Egal, ob ich jetzt dann durch bin oder nicht. Schon wieder gestunt und das dauert immer so lange, bis wir wieder so östliche Signalfeuer entzünden. Grünes Feuer, interessant. Nö. Kriegergilde. Den Skill wieder austauschen und so. Bündniswächter. Und tschüss. Leer gelootet. Feuer anzünden und dann ist das hoffentlich erledigt. Ich könnte wirklich eine Verschnaufpause brauchen. Nach über 3 Stunden. So, was ist denn? Berichtet Hauptmann Rana, wo muss ich denn da hin? Hier hin. Gut, wir sehen uns im Zielgebiet. Ich werde da unten auch diesen Aussichtspunkt da freischalten. Bis gleich. So, ich bin hier im Zielgebiet. Ich habe eben 2 Errungenschaften bekommen. Eine, ja, zeige ich euch mal ganz kurz. Können wir schon drüber sprechen. Einmal Pfadfinder von Balfoyen
wo ich diesen Aussichtspunkt entdeckt habe, und Erforscher von Ödfels und Balfoyet, weil das der letzte Punkt war, der noch zu entdecken war. Kühne sei Dank, ihr seid zurück. Alle. Sie sind alle gegangen. Meine Familie ist gegangen. Wohin sind alle, Ära? Sie sind in den Krieg gezogen. Und sie sind zahlenmäßig unterlegen. Ich fürchte, dass alle, die wir kennen, noch vor Ende des Tages tot sein werden. Quest abschließen. Verdammt sei das Bündnis. Meine Familie war glücklich. Gut, vielleicht nicht glücklich, aber sie war zufrieden. Ära sagte mir, was geschehen ist. Das Bündnis hat in voller Stärke angegriffen, als sie die Signalfeuer erblickten. Selbst jetzt marschieren sie auf die Feste Zehren zu. Darch hat einige der Dorfbewohner dorthin gebracht, einschließlich meiner Jungs. Wieso soll ich zur Feste gehen? Wartet! Hauptmann Rane hat erfahren, dass weitere Truppen auf dem Weg zu den Docks in Balfoyen sind. Sie führt eine Gruppe von Kriegern an, die den Angriff abwehren soll. Aber ohne weitere Hilfe. Ich fürchte, ihr müsst euch entscheiden. Ich verstehe. Ich muss mich zwischen der Feste und den Docks entscheiden. Ich weiß, es ist eine schwere Entscheidung. Aber ihr müsst zur Feste oder an die Docks gehen. Helft, wo ihr denkt, dass eure Stärke am dringendsten gebraucht wird. Ära, könnt ihr mir bei meiner Entscheidung helfen? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich das. Was wollt ihr wissen? Würden die Mauern der Feste den Flüchtlingen keinen Schutz gewähren? Das möchte ich glauben, wirklich. Aber die Bretonen sind für ihre Magie bekannt. Wenn sie die Mauern irgendwie durchqueren oder überwinden können... Ich weiß, ich bin selber Bretone. Wie sieht es mit eurer Familie aus? Ich vertraue euch. Ihr habt uns schon einmal gerettet. Wenn ihr Rana zur Hilfe eilt, dann weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war. Ich weiß, dass Darch den Tag retten wird. Kann Rana die Docks nicht auch ohne mich verteidigen? Hauptmann Rana versteht ihr Handwerk. Und sie hat fähige Seelen um sich, darunter auch meine Tochter. Aber die Docks haben keine Mauern, keine defensiven Stellungen. Ihr habt eure Tochter mit Rana gehen lassen? Das habe ich. Trünhild ist stolz und stur, wie ihre Mutter es einst war. Warum hat das Bündnis Dalmora nicht angegriffen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sehen ihre Generäle ein aus Schlamm erbautes Dorf nicht als Bedrohung an. Ich wünschte, sie hätten das Gleiche über Ödfels gedacht. Ja, und lebt wohl. Gut, es geht ja also doch noch weiter. Das heißt, noch eine neue Folge. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.